So, hallo. In diesem Video stelle ich euch KeePass vor. KeePass ist ein kostenloser Open-Source-Passwortmanager, mit dem ihr eure Passwörter verschlüsselt speichern könnt. KeePass funktioniert auch mit Firefox, Chrome und ähnlichen Browsern. Also, viel Spaß! Zuerst laden wir KeePass herunter. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Öffnet also die Webseite. Ganz oben findet ihr KeePass, klickt drauf. Dann folgt dem nächsten Link, klickt dort drauf und klickt auf KeePass 2.x. Dort öffnet dann eine neue Seite und der Download startet dann automatisch. Ladet es herunter und dann können wir mit der Installation beginnen. Die Installation ist ziemlich selbsterklärend. Akzeptiert, klickt auf Weiter und ihr müsst dort nicht extra was anklicken. Lasst alles so, wie es ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Häkchen setzen und dann installieren wir das Ganze. Okay, klickt dann auf Fertigstellen. Das Häkchen bedeutet, dass jetzt KeePass automatisch gestartet wird. Das möchte ich. Okay, und beim ersten Start fragt KeePass nach, ob automatisch nach Updates gesucht werden soll. Hier klickt ihr auf Akzeptieren oder auf Yes. Okay, und das ist KeePass. Zu Beginn erstellen wir eine neue Datenbank. Dort werden dann all eure Passwörter gespeichert. Hier dann auf OK klicken. Und jetzt könnt ihr den Namen eurer Datenbank eingeben. Ich nenne sie einfach. Hier gibt es nichts zu sehen. Und dann klickt ihr auf Speichern und jetzt müsst ihr euer Masterpasswort wählen. Dieses Passwort ist extrem wichtig, denn damit schützt ihr eure Passwortdatenbank. Wählt hierfür ein sehr sicheres Passwort. Ihr könnt mit relativ einfachen Mitteln ein sicheres Passwort erstellen. Verwendet hierfür einfach drei Wörter, die nichts miteinander zu tun haben. Und am besten Wörter, die aus eurem Dialekt stammen. Ich habe jetzt einfach extrem Weißwurst Nagellack verwendet, weil die Wörter relativ wenig miteinander zu tun haben und hierdurch ein Passwort mit über 20 Stellen generiert wird, was auch als sehr sicher angesehen wird. Ihr seht, der Balken ist grün. Dies signalisiert ein sehr sicheres Passwort. Das Gute an solchen Passwörtern ist, dass ihr euch solch ein Passwort relativ einfach merken könnt. Okay, hier könnt ihr den Namen der Datenbank angeben. Ich habe jetzt einfach Passwörter reingeschrieben. Und das war's dann. Die anderen Optionen könnt ihr alle lassen, so wie es ist. Und klickt dann anschließend auf OK. Anschließend könnt ihr euch noch zusätzliche Wiederherstellungsoptionen ausdrucken lassen. Ich persönlich habe das bisher noch nie gebraucht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht das. Aber seid euch bewusst, dass dies ein kleines Sicherheitsrisiko darstellt. Daher klicke ich auf Skip, da ich mir das Passwort relativ gut merken kann. Okay, und jetzt habt ihr eine neue Datenbank. Auf der rechten Seite sind schon mal zwei Beispieldatensätze drin. Und auf der linken Seite seht ihr noch Kategorien. Dort könnt ihr dann zum Beispiel Passwörter für E-Mails extra angeben. Okay. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr manuell ein Passwort und einen Benutzernamen erstellen könnt. Dies braucht ihr nur, wenn ihr Passwörter speichern wollt, die nichts mit Firefox oder Chrome zu tun haben. Dazu klickt ihr rechts auf eine leere Stelle und klickt dann Add Entry. Dort könnt ihr dann den Titel eingeben für euer Passwort, damit ihr euch dann später merken könnt, wofür das Passwort war. Und dann könnt ihr euren Benutzernamen bzw. euer Passwort auswählen. Ich habe jetzt hier ein Telefonkennwort eingetragen. Das Telefonkennwort lautet Weißwurst. Benutzername brauche ich hier nicht, weil es eben halt nur ein Telefonkennwort ist für die Hotline. Und um das Passwort abzuspeichern, klickt ihr auf OK. Gut, jetzt habt ihr ein Passwort manuell erstellt. Und jetzt zeige ich euch noch in den Optionen ein paar nützliche Einstellungen. Klickt dazu auf Advanced und hier solltet ihr auswählen, dass die Datenbank automatisch gespeichert wird, wenn ihr etwas ändert bzw. wenn ihr KeePass schließt. Dadurch verhindert ihr, dass Passwörter aus Versehen verloren gehen.
Und dann geht ihr zu Interface und dort wähle ich gerne aus, dass KeePass als Symbol in die Taskbar minimiert wird. Und wenn ich auf Schließen klicke, dass das Programm nicht geschlossen wird, sondern als Symbol in die Taskbar rutscht. Dadurch kann KeePass dauerhaft im Hintergrund aktiv bleiben, ohne dabei Platz in der Taskleiste einzunehmen. Okay, und jetzt zeige ich euch, wie ihr KeePass in den Firefox bzw. Chrome integrieren könnt. Das Ganze funktioniert mit einem Plugin. Das Plugin heißt Key. Ich habe jetzt hier einfach mit Google nach Key und Firefox gesucht. Wenn ihr das mit Chrome macht, dann sucht einfach nach Key und Chrome und geht dann auf die entsprechende Seite. Fügt das Plugin Firefox hinzu und dann habt ihr schon die Hälfte geschafft. So, und damit jetzt KeePass und Key miteinander sicher reden können, brauchen wir noch ein Plugin. Das Plugin nennt sich KeePass RPC. Ich habe jetzt einfach bei Google nach KeePass und Plugins Firefox gesucht. Dort kommt ihr dann auf die Plugin-Seite. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dort wählt ihr dann KeePass RPC aus, folgt dem Link dort und folgt dann diesem Link. Und anschließend klickt ihr auf KeePass RPC. Das ladet ihr runter. Okay. Diese Datei müssen wir jetzt in den Plugin-Ordner von KeePass einfügen. Dazu solltet ihr jetzt erstmal KeePass schließen. Ich öffne jetzt noch ein zweites Windows Explorer Fenster und öffne dort dann C, Programme, KeePass Password Safe 2 und dort öffne ich den Ordner Plugins. Okay, und dort kommt jetzt die Datei KeePass RPC rein. Also kopieren, einfügen. Dort müsst ihr auf Fortsetzen klicken, gegebenenfalls noch die Admin-Meldung akzeptieren und dann ist die Sache fertig. Jetzt müssen wir noch einmal KeePass starten. Das sieht gut aus. Und jetzt öffnen wir die Passwortdatenbank. Okay, und wenn wir jetzt Firefox öffnen, dann öffnet sich automatisch eine Seite, in der ihr ein Passwort eingeben müsst. Dieses Passwort zeigt jetzt KeePass an. Das ist dieses NJX und so weiter. Das kopiert ihr mit STRG C und fügt es dort ein. So, und jetzt sind KeePass und Key mit einem sicheren Kanal miteinander verbunden. Das heißt, wenn ihr jetzt in Firefox ein Passwort speichert, dann wird es über einen sicheren Kanal an KeePass gesendet und dort dann gespeichert. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich öffne jetzt einfach mal web.de, lehne alles ab. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ein neues Passwort speichert. Dort gebt ihr jetzt einfach eure Benutzerdaten ein. Und wenn ihr dann euch eingeloggt habt, ihr habt jetzt gerade eben gesehen, oben rechts hat das Symbol geblinkt. Und wenn ihr dann dort draufklickt, könnt ihr auf dieses Plus klicken und dort sind dann euer Benutzername und Passwort eingetragen. Und jetzt könnt ihr auswählen, in welcher Subdatenbank das Passwort gespeichert werden soll. Falls ihr alle Passwörter einfach direkt in die Datenbank speichern wollt, dann setzt noch das Häkchen und das war's dann. Jetzt ist das Passwort in KeePass gespeichert. Wenn ihr das nächste Mal dann auf web.de geht, dann seht ihr ein neues Symbol, dieses kleine Key-Symbol. Das bedeutet, dass KeePass jetzt euer Passwort gespeichert hat. Das wird normalerweise automatisch eingefügt. Falls es nicht automatisch eingefügt wird, dann klickt kurz auf das Key-Symbol im Eingabefeld und dort könnt ihr dann eure Zugangsdaten auswählen. Das war's jetzt praktisch. Okay, und noch zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung: Ihr könnt natürlich KeePass auch über mehrere Rechner hinweg verwenden. Um die Passwörter zwischen den Rechnern zu synchronisieren, braucht ihr aber einen Cloud-Speicher, wie zum Beispiel Dropbox, Sync.com oder was auch immer Microsoft anbietet. Dort kopiert ihr dann einfach die Datenbank hinein und so erhält jedes eurer Endgeräte eine Kopie der aktuellen Datenbank.
Und dann könnt ihr bei jedem Rechner diese Datei zum Speichern der Passwörter verwenden. Und die zweite Anmerkung: KeePass funktioniert auch auf dem Smartphone oder Tablet. Hierfür gibt es einige Apps. Auf der KeePass-Webseite findet ihr alle Apps aufgeschlüsselt. Den Link hierfür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen zum Programm haben solltet, lasst einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.